Hi zusammen, wir haben ja heute für euch eine kleine Besonderheit, nämlich mal ein wirkliches Extreme Gaming Notebook, also sprich die Schenker Pro Gaming Series. In dem Fall jetzt die 17 Zoll Variante, weil da eben nicht deutlich leistungsstärkere Komponenten auch reinpassen. Zur Ausstattung aber gleich, fangen wir erstmal an beim Lieferumfang wie üblich. Da haben wir nämlich dabei einmal ein richtig großes Benutzerhandbuch. Da sind auch sehr viele Sprachen drin, also da findet ihr, denke ich, alles Wichtige rund um das Notebook. Auch die richtige Pflege und alles. Hier sind einmal ja, die ganzen Treiber und so weiter nochmal mit drauf, falls ihr mal neu aufsetzen müsst. Ja, kleines Putztuch dafür, also fürs Display oder wie auch immer, könnt ihr damit sauber machen. Natürlich haben wir ein Netzkabel ganz normal, also ganz schön normales Kaltgerätekabel. Und ja, wir haben das. Das ist das Netzteil zu dem Gerät. Wirkt natürlich jetzt etwas sehr groß. Also jetzt mal als Vergleich nehmen wir mal einfach eine CD, da kann sich glaube ich jeder was darunter vorstellen. Also wenn ich die jetzt mal hier so drauflege, könnt ihr euch ja ungefähr vorstellen, wie groß dieses Netzteil eigentlich ist und wie schwer vor allem. Also es wiegt locker 1,5 Kilo, ist also sogar noch schwerer als die meisten Ultrabooks, die ihr momentan so auf dem Markt findet. Liegt das nicht daran, dass wir hier letztendlich knappe 300 Watt an Stromversorgung haben. Ja, also das Ding liefert wirklich 300 Watt, das ist so viel wie ein normaler Desktop-PC, also wie so ein normaler Office-PC braucht. Und das ist natürlich eine ganze Menge für ein Notebook. Ist aber, also man muss dazu sagen, das gibt es nur bei den ganz großen High-End-Modellen, dieses riesen Netzteil. Bei den anderen Geräten sind sie dann ein bisschen kleiner, wenn eben weniger Leistung gebraucht wird. Deswegen, das Gehäuse ist bei den P722 immer das gleiche, also sprich, ihr bekommt immer dieses schlanke, leichte Gehäuse. Also das Modell hier hat jetzt knappe 5 Kilo, deswegen ist er ein bisschen schwerer. Wir haben jetzt hier halt das Topmodell mit ja, knappen, also was haben wir jetzt drin, den Core i7 3840 QM. Wir haben zwei GTX 680 drin, 16 GB Arbeitsspeicher, eine riesen SSD und so weiter. Also hier ist wirklich schon alles an High-End-Technik drin, was man sich so gerade vorstellen kann im Notebook. Ja, fangen wir aber mit den Anschlüssen jetzt noch an. Wir haben einmal natürlich einen LAN-Port. Wir haben einen Speicherkartenleser und insgesamt 4 Anschlüsse für Kopfhörer oder für Klinkenstecker. Sprich, ihr könnt hier entweder analog sogar eine 5.1-Anlage anstecken oder aber ihr könnt auch hier über den, der Kopfhöreranschluss hat auch eine Toslink-Verbindung, also sprich eine optische Verbindung. Braucht ihr eben nur diesen Adapter dafür, dann könnt ihr da eben auch optisch das Signal ausgeben. So, an der Vorderseite haben wir, nennt sich nur hier ein paar Status-LEDs. Also eben, ob Strom angeschlossen ist, ob er gerade läuft, Akku, ob er geladen wird, WLAN und Bluetooth. Dann auf der rechten Seite haben wir letztendlich nur hier einmal das Laufwerk. Hier ist jetzt ein DVD-Laufwerk drin, gibt es natürlich auch ein Blu-ray. Wir haben einen eSATA-Anschluss, wir haben dreimal USB 3.0, Entschuldigung. Und auf der Rückseite, hier fällt schon ein bisschen auf, wir haben hier einmal diese riesigen Luftauslässe. Ja, also das heißt hier wirklich, das sind alles Luftauslässe, das hier ist auch nochmal ein Luftauslass. Wir haben hier wirklich 3 Lüfter auch komplett drin. Also hier sitzt einer, hier sitzt einer, hier sitzt einer. Braucht natürlich ein bisschen Kühlung, das gute Stück. Dann haben wir einen HDMI-Anschluss. Wir haben noch dazu einen DisplayPort-Anschluss. Also das heißt, ihr könnt hier auch wirklich Displays mit Auflösung deutlich über Full HD anstecken. Also wenn jetzt eben da wirklich Grafiker oder so damit arbeiten wollen, dafür ist es natürlich auch geeignet, können hier ein entsprechendes Display mit anstecken. Der Stromanschluss, ja, bei 300 Watt braucht es eben ein bisschen mehr, deswegen auch entsprechend groß. Und wir haben noch einen USB 3.0 Anschluss, also insgesamt dann 4x USB. So, auf der Unterseite ist jetzt nicht besonders viel. Wir haben einmal eine riesige Wartungsklappe hier. Also das heißt, hier die komplette Abdeckung kann man abnehmen und kommt wirklich an das komplette Innenleben ran. Na, hier sieht man auch schon so ein bisschen durch die Abdeckung durch. Hier ist eben der erste Lüfter, hier der zweite und hier der dritte. Wir kommen hier einmal an den Arbeitsspeicher ran, dann haben wir hier unten die Festplatten sitzen, das kann man separat abnehmen. Und letztendlich passen hier zwei normale 2,5 Zoll SSDs rein oder Festplatten rein. Und hier oben ist noch ein kleiner Slot für eine mSATA SSD. Also das heißt, ihr könnt bis zu 3 Festplatten hier wirklich verbauen. Ja. Dann haben wir hier noch den Subwoofer. Aber wir haben ja auch ein 2.1 Soundsystem drin, das Ganze von Onkyo. Also hier nochmal eben dann der Subwoofer für den Sound. Und dann einmal die Oberseite. Und da haben wir letztendlich ja, relativ plan, einfach nur matt schwarz und das XMG-Logo eben von Schenker dazu. Mehr ist hier nicht drauf.
So, von innen das Ganze. Da haben wir jetzt einmal hier so eine leicht gummierte Handballenauflage. Das ist so ein, ja, so ein Anti-Rutsch-Beschichtung nochmal, dass man hier eben nicht so leicht drüber rutscht. Ist auch schön, weil nicht so anfällig für Fingerabdrücke. Also wenn ich jetzt hier so ein bisschen drauf rumdrücke und drauf rumschmiere, da sieht man gar nichts. Wir haben einen Fingerprint-Reader. Ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig für ein Gaming-Notebook, dass hier wirklich ein Fingerprint-Reader mit bei ist. Aber warum nicht? Ne? Kostet ja nichts. Ja, das Touchpad an sich, schön groß, aber ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Weil das ist so leicht angeraut und ja, das ist so ein bisschen wie wenn man über Tesafilm fährt mit dem Finger. Also es ist nicht ganz so angenehm, es ist nicht ganz so präzise, wie man es vielleicht kennt von anderen. Aber es reicht sicherlich aus, die meiste Zeit, wenn man die in eine Maus angesteckt haben. Ja, ansonsten integrierte Maustasten hier ganz normal. Und ansonsten das komplette Gerät, das komplette Feld eben auch in das Touchpad an sich. So. Ja, Tastatureinfassung ist hier komplett Aluminium. Also das heißt hier, dieser komplette Bereich ist eine komplette Aluminiumplatte. Und eingebettet hier eben die Tastatur, die, muss ich sagen, überraschend gut ist. Also für ein Gaming-Notebook in der Klasse ist man ja eher wirklich so auf Gaming ausgelegte Tastaturen gewohnt. Aber hier kann man auch wirklich wunderbar drauf schreiben, weil die Tasten sehr schön groß sind. Man hat einen super Druckpunkt. Also man merkt wirklich, wenn man die Taste ordentlich getroffen hat. Und letztendlich, hier gibt auch so gut wie nichts nach. Also hier vorne federt er so ein bisschen. Liegt aber nicht daran, dass die Abdeckung hier oben irgendwie weich ist, sondern einfach das komplette Notebook biegt sich nach unten durch. Also hätte man vielleicht in der Mitte noch so ein Füßchen drunter machen müssen, weil einfach das komplette Gehäuse sich durchbiegt, einfach unter dem Eigengewicht auch schon. Ja, hier haben wir nochmal das Logo. Wie gesagt, Onkyo-Lautsprecher sind hier mit drin. Die stecken hier oben in der Leiste. Also hier stecken eben die beiden normalen Lautsprecher drin, unten der Subwoofer. Und hier nochmal eben ein paar Status-LEDs. Dass man eben auch sieht, wenn er aktiv ist, wenn er gerade läuft, dass man dann eben auch über den aktuellen Stand informiert ist. Ja, ansonsten Powerknopf ganz normal, leuchtet dann eben auch auf, sobald er an ist. Und ja, das war es eigentlich auch sogar schon von der Tastaturseite her, so von der Unterseite her, viel mehr ist hier nicht. Also keine großen blinkenden Lichter, wir haben hier keine bunten Leuchteffekte oder irgendwas, wie man es bei manchen Gamern kennt. Finde ich persönlich schöner so, aber ist ja immer Geschmackssache. Ja, kommen wir zum Display. Wir haben hier jetzt das Full-HD-Display drin. Also es gibt auch noch ein HD-Plus-Display mit 1600x900 Pixeln Auflösung. Das hier ist jetzt die Full-HD-Variante und ich muss echt sagen, dieses Display ist wirklich verdammt gut. Also ist gestochen scharf. Wir haben einen riesigen Blickwinkel. Kann ich da mal kurz... Ja, der Akku ist leer. Akkulaufzeit übrigens grob 40 Minuten, 50 Minuten, je nachdem, was man macht. Der Display hat wirklich einen riesen Blickwinkel. Also das heißt, ihr könnt hier wirklich fast von 180 Grad seitlich drauf gucken, ohne Farbverfälschungen, ohne Invertierungen und alles. Das zeigen wir euch aber später dann auch nochmal, wenn wir den angesteckt haben. Und horizontal ist es nicht ganz so gut, aber immer noch absolut ausreichend, dass man eben nicht bei jeder kleinen Änderung der Sitzposition das Display neu justieren muss. Einzige, was hier beim Display ein bisschen negativ ist, der ist durch die Größe einfach etwas labil. Also da hätten sie ein bisschen mehr in die Stabilität gehen müssen. Das ist hier einfach, wenn ich hier komplett ohne Kraft rangehe, ja, also verwindet er sich schon. Und wenn ich dann hier ein bisschen Kraft anwende, dann biegt er sich schon ordentlich durch. Das ist halt leider so ein bisschen der Nachteil bei dem Gerät. Ja, ansonsten, wir haben hier oben natürlich noch eine Webcam, ein Mikrofon auch mit drin. So, steht auch der Skype-Runde nichts im Wege. Ja, und ansonsten muss ich also auch wirklich sagen, von der Base-Unit her, also was die Verarbeitung angeht, das ist wirklich massiv. Also dieses Gerät, damit könnt ihr wahrscheinlich Leute K.O. schlagen, allein durch die Größe und das Gewicht. Und es läuft danach wahrscheinlich sogar noch weiter. Weil also hier biegt sich nichts. Hier ist ja, alles wirklich total massiv, steif. Da könnt ihr mich hier wirklich draufdrücken. Und da biegt sich rein gar nichts durch. Und deswegen, also da haben sie wirklich schon ein ganz ordentliches Gehäuse benutzt. Das ist ja wirklich einziger Schwachpunkt. Display, die Scharniere auch so ein bisschen, also wenn ich das hier so zeige, wenn die so ein bisschen drückt, die geben schon ein bisschen nach. Also da hätten sie wirklich ein paar Euro mehr investieren dürfen, dass das Display eben ordentlich sitzt. Ja, so viel erstmal zum Schenker P722 Gaming Notebook und wir machen dann gleich weiter mit einem kleinen Spieletest, mit einem kleinen Benchmark-Test und ja, ich hoffe, es hat gefallen, bis zum nächsten Mal.